Damit rufe ich jetzt die nächste Frage auf, die Frage 16 des Abgeordneten Hunko. Beteiligung von US-amerikanischen Einrichtungen in Ramstein oder Stuttgart an Drohneneinsätzen. Herr Staatsminister. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Hunko, die Bundesregierung hat sich zu diesem Themenbereich, den Sie jetzt in Ihrer Anfrage aufgeworfen haben, bereits am 28. September 2016 im Rahmen der PSK-Unterrichtung der Obleute des Auswärtigen Ausschusses geäußert. Die Unterrichtung wurde damals von meinem Kollegen, dem politischen Direktor des Auswärtigen Amtes, vorgenommen. Und der politische Direktor unterrichtete damals die Obleute des Auswärtigen Ausschusses über ein am 26. August 2016 erfolgtes Gespräch mit Vertretern der US-Botschaft im Auswärtigen Amt. Die US-Seite hat in dem damals stattgefundenen Gespräch abermals bestätigt, dass unbemannte Luftfahrzeuge von Ramstein aus weder gestartet noch gesteuert würden. Sie teilte überdies mit, dass die globalen Kommunikationswege der USA zur Unterstützung unbemannter Luftfahrzeuge Fernmeldepräsenzpunkte auch in Deutschland einschlössen, von denen aus die Signale weitergeleitet würden. Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge würden von verschiedenen Standorten aus geflogen, unter Nutzung diverser Fernmelderelaisschaltungen, von denen einige auch in Ramstein laufen würden. Und außerdem teilte sie mit, dass im Jahr 2015 in Ramstein eine Vorrichtung zur Verbesserung der bereits zuvor vorhandenen Fernmeldeausstattung fertiggestellt worden sei. Und sie hat uns darüber informiert, dass Ramstein eine Reihe weiterer Aufgaben unterstütze, darunter die Planung, Überwachung, Auswertung von zugewiesenen Luftoperationen. In Reaktion auf diese neuen Informationen haben wir hochrangige Gespräche in Washington Mitte September geführt, auch wiederum über unseren politischen Direktor. Und wir werden dazu selbstverständlich auch weiterhin mit der amerikanischen Seite in Kontakt bleiben. Für uns, Herr Abgeordneter Hunko, ist aber ein Punkt ganz entscheidend. Es gilt weiterhin die Zusicherung der Vereinigten Staaten, dass Aktivitäten in US-Militärliegenschaften in Deutschland im Einklang mit dem geltenden Recht erfolgen. Herr Hunko. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär, Herr Staatsminister Roth. Das ist ja jetzt interessant. Wir haben ja über Jahre nachgefragt, ob Ramstein eine Relaisstation ist für den völkerrechtswidrigen US-Drohnenkrieg. Es ist jetzt zum ersten Mal die Bestätigung jetzt auch der Bundesregierung gekommen, dass Ramstein eine Relaisstation ist. Vielen Dank dafür. Aber mich würde schon interessieren, welche Konsequenzen Sie daraus ziehen. Sie sagen jetzt, naja, es ist ja nicht völkerrechtswidrig, weil die USA sagen, es ist nicht völkerrechtswidrig. Wie ist denn Ihre Einschätzung des US-Drohnenkriegs, für den Ramstein eine zentrale Relaisstation ist? Herr Staatsminister. Ich habe Ihnen ja schon die Stellungnahme der Bundesregierung dazu übermittelt. Und die Informationen, die jetzt offenkundig für Sie neu sind, Herr Hunko, darüber haben wir ja bereits vor Monaten den Auswärtigen Ausschuss informiert. Und aus der bloßen Tatsache, dass Deutschland den USA Gelände für die Luftwaffenbasis Ramstein zur Verfügung stellt, folgte keine allgemeine Verantwortung für alle Einsätze, nur weil für diese relevante Steuerungssignale möglicherweise auch über Ramstein geleitet werden könnten. Für uns gilt die Zusicherung der Vereinigten Staaten, und diese Zusicherung habe ich Ihnen gegenüber ja auch noch mal übermittelt. Herr Hunko. Vielen Dank, Herr Roth. Ich will sagen, das ist keine neue Information für uns. Aber neu ist, dass die Bundesregierung das hier zum ersten Mal öffentlich macht. Ich will trotzdem noch mal nachfragen. Sie sagen, die Zusicherung der USA ist für Sie maßgeblich. Wie ist denn die eigene Einschätzung der Bundesregierung bezüglich der Völkerrechtskonformität oder Nichtkonformität des US-Drohnenkriegs, der ja offenbar auch über Ramstein läuft? Ja.
Noch einmal zu der Frage, ob solche Einsätze auch ohne die Relaisstation in Ramstein durchgeführt werden könnten, hat sich die US-Regierung nicht geäußert. Und es ist auch ausgesprochen unwahrscheinlich, Herr Kollege, dass die amerikanische Regierung überhaupt zu operativen Details, einschließlich solcher, zu denen Operationen unbemannter Luftfahrzeuge gehören, äußern wird. Und für die Vereinigten Staaten von Amerika ist dies kein völkerrechtswidriger Vorgang. Und insofern ist Ihnen die Position bekannt. Und es ist auch aus unserer Sicht kein völkerrechtswidriger Vorgang, weil wir, auch das zeichnet die Rechtsprechung aus, uns den genauen und konkreten Einzelfall veranschaulichen können. Ich kann nicht generell von einem völkerrechtswidrigen Verhalten sprechen. Wir können das nur auf den Einzelfall bezogen tun. Und insofern kann ich darüber auch nichts sagen, weil ich die Verantwortlichkeiten, die sich aus Ramstein heraus ergeben, nicht zu beurteilen vermag. Herr Mufassat. Ja, danke. Herr Staatsminister, ich glaube, die Völkerrechtsliteratur, zumindest hier in Europa, ist sich weitgehend einig, dass der sogenannte Krieg gegen den Terror, unter dessen Label ja auch die US-Drohneneinsätze stattfinden, nicht völkerrechtlich, also nicht sozusagen völkerrechtlich einen bewaffneten Konflikt darstellt. Und man ist sich gleichzeitig einig, dass außerhalb bewaffneter Konflikte die Tötung von Menschen völkerrechtswidrig ist, also rechtswidrig ist und damit auch gegen das Grundgesetz natürlich verstößt, weil die Regeln des Völkerrechts über das Grundgesetz auch Anwendung in Deutschland finden. Und insofern muss ja diese Erkenntnis, dass Ramstein, dass über Ramstein die Funksignale an die Drohnen übermittelt werden, ja ein Grund sein für die Bundesregierung, das intensivst völkerrechtlich zu prüfen und hieraus Schlüsse zu ziehen. Ich erinnere hier an eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Köln, das ja, weil es sozusagen sagte, es kann es nicht sozusagen nachweisen auf der Tatsachenebene, die Klage abgewiesen hat von also Jemeniten, die hier geklagt hatten. Aber das, was Sie hier gerade sagen, ändert natürlich schon die Tatsachengrundlage. Und daher meine Frage, welche völkerrechtliche Prüfung plant die Bundesregierung zu diesem Thema? Oder wollen Sie sich ausschließlich verlassen auf das, was die US-Regierung Ihnen mitteilt? Entschuldigung, Frau Präsidentin, ja, Herr Abgeordneter Mufassat, wir verlassen uns ja nicht alleine auf die Aussagen, sondern wir bleiben ja auch mit den Vereinigten Staaten im regelmäßigen Gespräch und wir bleiben da am Ball, um die notwendigen Informationen zu erhalten. Ich habe aber schon deutlich gemacht, dass die Bewertung von Einsätzen unbemannter Luftfahrzeuge aus Sicht der Bundesregierung immer von den Umständen des Einzelfalls abhängig ist. Wir können deshalb keine pauschalen Äußerungen und Bewertungen darüber treffen. Herr Ströbele. Ja, Herr Staatsminister, es ist doch immer wieder wichtig, dass man hier in die Fragestunde kommt, weil da kriegt man tatsächlich auch mal neue Informationen. Deshalb, ich gehe davon aus, dass auch dem Außenministerium und Ihnen bekannt ist, dass ein ausgewachsener Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, insbesondere was über Ramstein geschieht. Und jetzt meine konkrete Frage. Ist der Bundesregierung, dem Außenministerium bekannt, dass dort ein Zeuge aus den USA, Brandon Bryan, ausgesagt hat, dass er selber ein solcher Drohnenpilot gewesen ist, der die Drohnen von den USA in Ziele etwa in Somalia gelenkt hat und dass diese seine Befehle immer und diese Leitungen immer über Ramstein gelaufen sind und dass er weit über 1000 solcher Einsätze geflogen hat, also von den USA aus gelenkt, und dass dabei viele Menschen umgekommen sind und dass er für diese Tätigkeit sogar einen Orden in den USA bekommen hat. Und ist das nicht Anlass genug für die Bundesregierung, der Frage nachzugehen, ob diese Einsätze, die über Ramstein laufen, nicht tatsächlich auch gegen deutsches Recht verstoßen? Die Einzelnen.
Frau Präsidentin, Herr Kollege Ströbele, auch ich freue mich immer sehr, wenn Sie hier sind. Auch es ist für mich gewinnbringend, sehr häufig zumindest. Und ich will noch mal deutlich machen, dass wir uns ja nicht einfach nur auf irgendwelche Informationen verlassen, sondern Ansprechpartner für uns ist die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Aussagen sind für uns im Prinzip auch der Informationen, die ich an Sie und an Kolleginnen und Kollegen des Bundestages weiterleite. Und das habe ich heute getan. Das haben die Kolleginnen und Kollegen bereits im Sommer getan, unmittelbar auch nach den neuen Erkenntnissen, die uns seitens der Vereinigten Staaten übermittelt worden sind. Und ich will auch noch einmal hinzufügen, dass die Vereinigten Staaten für die Drohneneinsätze konkrete, am Völkerrecht orientierte Regeln entwickelt haben, die kürzlich auch öffentlich zugänglich gemacht worden sind. Und im Juli und August dieses Jahres wurden neue und bestehende US-Richtlinien zu Einsätzen unbemannter Luftfahrzeuge ebenso veröffentlicht. Ich sage das nur noch einmal, weil selbstverständlich auch für uns die strikte Geltung des Völkerrechts gilt. Und die Vereinigten Staaten haben uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass diese Maßstäbe selbstverständlich auch für sie gelten. Dr. Neu. Vor gut einem Jahr waren Kollege Ströbele und ich unter anderem in Ramstein gewesen und da haben wir den dortigen Kommandanten auch gefragt, ob es irgendeine Verbindung zwischen Ramstein und den Drohneneinsätzen gibt. Das hat er ausgeschlossen über die militärischen Signalerfassungen. Das heißt, der dortige Kommandant hat uns, Kollege Ströbele, hat uns offensichtlich belogen. So ist ja der Stand, wie Sie ihn uns gerade mitgeteilt haben, dass also durchaus die Relaisstation in Ramstein eine wesentliche Rolle spielt. Also wir halten fest, der US-amerikanische Kommandant in Ramstein hat die Abgeordnete des Deutschen Bundestages im Oktober 2015 belogen auf die Frage, wiefern Ramstein eine Rolle im Drohnenkrieg führt. Nun zu meiner Frage. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat infolge des Irakkrieges 2003 das Urteil gefällt, dass auch die Zurführungsstellung des eigenen Territoriums, in dem Falle Deutschlands, sei es der Luftraum, sei es der Boden, für Dritte, in dem Falle die USA, für völkerrechtswidrige Kriege eine Beteiligung an einem völkerrechtswidrigen Einsatz darstellt. Meine Frage ist, wie bewerten Sie dieses Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2003 vor dem Hintergrund Ihrer Interpretation? Herr Staatsminister. Frau Präsidentin, Herr Kollege Neu, ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Es gilt nach wie vor die strikte Zusicherung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, dass in Deutschland geltendes Recht eingehalten wird. So, und darüber hinaus kann ich zu Ihrer Spekulation, dass jemand die Unwahrheit gesagt hat, nichts sagen, weil ich die Aussagen des Repräsentanten der US-Armee, den Sie und Herr Ströbele getroffen haben, nicht kenne. Damit gehen wir über zum nächsten Geschäftsbereich, dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren. Die Beantwortung für diesen Geschäftsbereich